Jo Leute, willkommen zurück zum neuen Part von Ratchet & Clank. Ich würde euch noch eine Nachricht erzählen. Ich habe einen Part schon aufgenommen und der, ja, leider nicht aufgenommen worden. Aber ich habe nichts verpasst soweit. Es war einfach nur hier diese Schienenbahn hier entlang fahren zu diesem Punkt. Sonst habt ihr eigentlich gar nichts verpasst hier. Das war's eigentlich schon. Deswegen gucken wir mal weiter. Tut mir leid, Leute, ich habe es aber erst zu spät gesehen. Da war der Part aber schon vorbei. Ist mir eigentlich beim Rendern aufgefallen, dass der Part verschwunden ist. Aber ich muss mal besser darauf achten, dass das da ist eine goldene Schraube da oben, habe ich gesehen. Was haben wir hier? Warnung: Die Schaffinator-Testkammer wurde aufgrund blindwütigen Schaffinierens abgeriegelt. Betreten auf eigene Gefahr. Wow, die Blag sind offenbar hier eingedrungen und schaffiniert worden. Darf ich mal, Jungs? Alles klar, wie kann man sonst nichts machen, wie ich sehe? Man kann die Schafe töten, aber was bringt das? Aber wie ich sehe, kann man hier sonst nichts machen. Wir gehen da raus wieder. Weil da war ja, glaube ich, ein Raumschiff, wo wir zurückkommen können. Hier war irgendwo ein Raumschiff. Hier konnte irgendwo... Ah ne, da ging es her. Wo war das? Da war es zum Anfangspunkt zurück. Das machen wir auch mal. So, einmal runterfahren bitte. Wie gesagt, tut mir leid, ich habe jetzt echt zu spät gesehen, da war der Part aber schon vorbei. Es war aber eigentlich nur diese Schienenbahn, die hier ist. Entlang düsen. Mehr war das nicht. Alles klar, kann ich jetzt hier rein? Und Ratchet wusste, was zu tun war. Aber hatte er auch das dazu nötige Hilfsmittel? Sowas wie eins von diesen Düsenpackdingern? Hey, nicht zu viel verraten, Schiff. Düsenpack. Aber ich habe kein Düsenpack. Finde das Fokuslabor. Alles klar, machen wir. Dann gehen wir mal da hoch. Da geht auch die Action ab, da oben. Ach, da kommen wir zu unserem Raumschiff, ne? Alles klar. Wie komme ich denn durch die Tür? Oder wie komme ich da eigentlich rüber, ist die Frage. Ja, hier kann ich Waffen benutzen, aber ich möchte in die Tür hier rein. Na, hier komme ich anscheinend noch nicht rüber. Ich weiß jetzt nicht, wo ich her soll. Ich will mal auf der Karte gucken. Ja, die Schienenbahn bin ich abgefahren. Da war ich auch. Geht hier oben noch irgendwo ein Raum weiter oder sowas? Ich bin jetzt überfragt, wo ich her muss. Das ist diese Schienenbahn. Ja klar, da weiß ich. Aber wo komme ich denn weiter? Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Sie war in Gefahr und Ratchet wusste, was zu tun war. Ich weiß. Hatte er auch das dazu nötige Hilfsmittel? Sowas wie eins von diesen Düsenpack-Dingern? Hey, nicht zu viel verraten, Schiff. Ich brauche ein Düsenpack. Muss ich eventuell zurückreisen und mir das anbauen? Ist das eventuell möglich, dass ich eventuell zurückreisen muss? Wir gucken mal. Schiff betreten. Ich glaube, ich brauche so ein Düsenpack. Weil sonst komme ich hier nicht weiter. Zu welchem Planeten müssen wir? Genau, erforderlich. Ich gleite über die Schienen in... Wurde eine wichtige Nachricht für uns auf Batalia hinterlassen. Gleite über die Schiene. Wir noch ein paar Dinge erledigen. Ja, optimal sammeln. Riller, tausche hier eine gegen Balls. Gleite über die Schiene. Warum soll ich das tun? Finde das Fokuslabor. Erforderlich, gleite über die Schiene. Ach, ich muss nach Batalia über die Schiene gleiten. Alles klar. Jetzt habe ich es kapiert. Ich soll nach Batalia und über die Schiene gleiten. Ah, so, machen wir. Kein Problem. Kriegen wir hin. Ich habe es jetzt erst gesehen. Da stand nämlich optimal. Reise nach Batalia und fahre über die Schiene. Stand da nämlich.
Das kriegen wir hin, gucken wir mal. So. Aber ich habe jetzt gar keinen Text da und sonst kommt, sagt ihr mal was. Dann diesmal nicht. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ah, ich muss da hinten rüber. Das heißt, ich muss über die Schiene gleiten. Hier ist alles zerstört. Alles klar. Hier sind Gegner. Aber meine Armee macht das schon. Komm her, meine kleine Roboterarmee. Vielleicht sollten wir das untersuchen. So, gleite über die Schiene und los geht's. Machen wir das mal jetzt hier. So, easy. Easy. Das ist jetzt keine Herausforderung hier. Gehen wir hier rüber. So. Darüber. Ja, du hast keine Chance. So, einmal rüberspringen hier. Ich weiß nur nicht, ob das der richtige Weg ist. Das weiß ich jetzt nicht. Weg mit dir. Kann sein, dass das jetzt nicht der richtige Weg ist. Gucken wir mal. Rüberspringen. Einmal hier rüberspringen. So. Wo sind wir jetzt hier? Gehen wir hier rüber. Schauen wir mal, wo wir sind. Aber das sieht irgendwie richtig aus. Bin ich der Meinung jetzt, dass das eventuell richtig sein kann. So, einmal hier rüber springen. Ja, scheiße. Hier rüber, hier rüber. Ja, eigentlich müsste das der richtige, weil die Schiene so lange dauert. Holy moly. Das geht ab, sage ich euch. Ah, ich habe es geschafft. Das war doch der richtige Weg. Habe ich dir ja schon erzählt. Ich habe einen Bruder auf Pokitaro. Sein Name ist Felton. Wir reden selten, weil er nämlich ein ziemlicher Faulpelz ist. Aber heute früh ist ein Notruf von ihm eingegangen. Er sagt, Bragg hat Pokitaro mit diesen Hydro-Ernter-Dingern angegriffen. Die Blag wollen wohl das Wasser ihres Ozeans. Ich wollte die Schutztruppen rufen, aber Captain Quark verwies mich bloß an seinen Agenten. Könntest du bei Gelegenheit mal bei ihm vorbeischauen, ob alles okay ist? Danke, Kleiner. Ich bin stolz auf dich. Alles klar, für dich mache ich das so gerne. So, zum Schiff zurückkehren. So, dann fliegen wir mal dahin. Wo ist das Schiff? Da hinten. Hier ist ein Gadgetron-Händler. Sollen wir mal eben einkaufen gehen? Nee. Wir wissen, das Schiff ist rechts, nicht links. Ja, wo laufe ich hin? Haben wir hier eigentlich noch? Kisten nur? Oder irgendwas versteckt? Ne, ne, hier sind nur Kisten. Alles klar, dann gehen wir mal zum Schiff zurück. So, aktiviere dich mal. Dankeschön. Dann du dich einmal auf. Und einmal ins Schiff zurück. Und gucken mal, sollen ja sein Bruder oder was das nicht retten. Gucken wir mal, wer das ist. Okay, was ist unser Ziel? Die Blag-Hydro-Ernter stehlen noch immer Wasser von Pokitaro. Pokitaro? Hier. Alles klar, dann reisen wir nach Pokitaro. Auf geht's nach Pokitaro. Gucken mal, was da so kommt. Je mehr Balls du findest, desto mehr extra schaltest du frei. Das weiß ich. Aber danke für den Tipp. So.
Pokitaros Wasservorräte waren in Gefahr. Wenn Ratchet und Clank Drax Hydro-Ernter nicht zerstören könnten, würde sich dieses Tropenparadies in eine Wüste verwandeln. Alter, die, ja, gleich die Grafik sieht ja mal herbe gut aus auf diesem Gebiet hier. Also das schon echt gut gemacht, ey. Wenn ich das mir so angucke hier. Nicht schlecht. Ja, ich komme gleich zu dir, aber ich muss erstmal gucken. Der Scharfinator. Ah, da kannst du aus der Gegner Scharfen machen, die wir ja gesehen haben vorhin. Aber wir rüsten uns erstmal unsere Waffen aus. Wir wollen erstmal die... Der schwere Rausschmeißer ist fast weg. Todeshandschuh, genau. Was haben wir denn da noch so? Noch schneller rennen brauchen sie jetzt nicht. So, gehen wir einmal hier runter. So. So, dann habe ich noch drei Stück. Die drei werde ich wohl in den... Tue ich sie in den Jägerwerfer? Ja, die tue ich in den Jägerwerfer, die drei. Komm. So. Alles klar. Dann haben wir das schon. Ja, Leute, dann beende ich an dieser Stelle mal hier den Part. Und im nächsten Part quatschen wir mal mit dem Typen. Und wenn euch der Part bis hierhin gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt Feedback in die Kommentare, wie euch der Part gefallen hat. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Ratchet & Clank. Ich bin raus. Peace.